Ja, ihr seht's schon. Ich habe mich nochmal an Prelis Kits getraut. Und bei einer Bestellung, die ich jetzt online gemacht habe, habe ich günstig die hier, eins davon, bei bestellt. Und ja, ihr wisst, ich bin ehrlich, im Normalfall sage ich, unterstütze euren Local Game Store. Mein Local Game Store hat diese Dinger, glaube ich, nicht mehr. Und dementsprechend, ja, tut mir leid. Tötet mich dafür. Oder auch nicht. Erstmal, wie verschweißt sind die Dinger denn? Ich muss mir hier irgendwann mal ein Messer oder so hinlegen. Irgendwas Scharfes außer mich. Nein. Gut. Müll. Papier. Mehr Papier. Aber hier sind verschiedene Boost. Was? Warte, was? Also erstmal, die Verpackung ist wunderschön. Trotzdem Papiermüll. Dann haben wir einen Würfel, einen schwarzen Würfel. Okay. Habe ich das gerade gemutet? Goldwächter und Goldwächter-Garnison ist unsere. Ich weiß nicht, ob das gut ist. 4-Mana-Verteidiger für 2 Mana kämpft es gegen eine Kreatur eurer Wahl. Wenn der stirbt, transformiere ihn und bringe ihn in deine Kontrolle zurück. Tappen, 2 Mana beliebiger Farbe. Für 4 Mana kriegt man einen Golem. Das ist gut. Das ist gut. Ja, Müll. Und tatsächlich kriegt man hier 2 Ixalan, 4 Rivals of Ixalan. Was ist das denn? Ich mache doch Pre-Release Rivals of Ixalan. Warum kriege ich denn da Ixalan Booster? Das, ja, machen wir erstmal die Ixalan Booster auf. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Naja, erstmal hier so ein bisschen sortieren. Die ist ein bisschen cool. Also ich finde die tatsächlich cool. Ich weiß nicht, ob die gut ist. Aber ich finde die tatsächlich cool. Lange keine Booster mehr aufgemacht. Ja, wie immer bei den Dingern, ich gehe bei den Prius Kits die Commons nicht durch, nur die Uncommons und Rares. Und mal gucken, imperiale Lanzenträgerin, 1-Mana-1-1 hat Doppelschlags lange einen Dinosaurier kontrolliert. Über die Planke, 2-Mana zerstöre eine nicht fair Kreatur. Dieser Flavor. Fahlauge Plünderer. 5-Mana-3-3. Kriegt +1/+1 für jedes Artefakt, das ihr kontrolliert. Für 4 Mana erzeugt ihr einen farblosen Schatzspielstein mit Tappen. Ihr kriegt Mana-beliebige Farbe. Okay. Und Erweckerin der Wildnis. 4-Mana-3-3, 2 Mana und X. Legt ihr +1/+1 Mana auf ein Land, das ihr kontrolliert. Wird zum 0-0-Elementarwesen. Mit Eile. Nicht bad. Ja, was heißt nicht bad? Eigentlich schon bad, aber was soll man machen? Ein Sumpf. Oh, eine Feuerlinde. Oh, richtig hübsch. Die ist hübsch. Lege ich mal hier. Und hier ist der zugehörige Schatz. Als Top. Ja, ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Beschwert euch nicht. Ich sehe es schon. Ich beende es ja schon. Gut. Dann das nächste Ixalan-Booster für Rivals Ixalan Pre-Release. War das früher normal? Ich habe ja nicht so viele Pre-Release mitgemacht. Weil ich tatsächlich selten den Sinn darin sehe. Aber war das normal? Wenn ja, schreibt mir das mal in die Kommentare, nicht, dass ich hier die ganze Zeit ramble. Ruf des grausamen Kapitänen. 3 Mana Hexerei bringt eine Piratenkarte aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Macht dasselbe mit je einer Vampir, Dinosaurier und Mehrfolkkarte. Alles klar. Blitzkanonenmannschaft. 3 Mana 05. Tappen fügt mir einen Schaden zu. Immer wenn ihr einen Piraten spielt, wird ihr enttappt. Hirte der Kolosse. 2 Mana 1-1 kriegt +2/+2. Ja. Solange ihr Dinosaurier kontrolliert, Mana beliebiger Farbe für Tappen. Und Arkane Adaption. 3 Mana Verzauberung. Wenn ihr ins Spiel kommt, wählt ihr einen Kreaturentyp. Kreaturen, die ihr kontrolliert, haben zusätzlich zu einem Typ diesen Typ. Das gleiche gilt für Kreaturenverzauberungen, die ihr kontrolliert und Kreaturenkarten, die ihr besitzt und die nicht im Spiel sind. Alice? Sliver? Jemand? Mehr Schätze. Und jetzt endlich Rivalen von Ixalan. Nachdem ich jetzt mich durch Ixalan geprügelt habe, gucke ich mir mal hier Rivalen von Ixalan an. Der ist nicht bad. Der wurde auch gespielt. Stolz der Eroberer. 2 Mana mit Aufstieg, Spontanzauber. Kreaturen, die ihr kontrolliert, erhalten +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Falls ihr den Segen der Stadt habt, erhaltet ihr +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Okay, die kleine Kreatur. Eine Kreatur. Nee, doch die Kreaturen.
4 Mana, 3, 2, angreifen die Piraten, die ihr kontrolliert, kriegen plus 2 plus 0. Die ist gut. Ork-Pirat, alles klar. Vorstoß ins Unbekannte. Eine Kreatur, die ihr kontrolliert, erkundet. Okay, das darf man die oberste Karte aufdecken. Und wenn es ein Land ist, auf die Hand nehmen, das eine plus 1 Mark auf die Kreatur legen und die Karte zurücklegen oder auf den Friedhof legen. Okay, und die dürfen zuerst Land spielen. Und Schreckensflotten-Giftmischerin. 2 Mana, 2, 2, aufblitzen, Death Touch. Wenn die ins Spiel kommt, erhält eine angreifende Pirat plus 1 und Death Touch. Das ist nicht bad. Das ist wirklich nicht bad. Ah, ne. Gucken wir uns mal weiter um. Na? Na? Ich bin mittlerweile... Ich mache in letzter Zeit zu wenig Booster auf. Ich bin zu doof geworden, diese Booster aufzumachen. So, was haben wir denn jetzt hier? Sich entfaltende Wildnis. Okay. Imperialer Ceratops. 5 Mana 3, 5 mit Entzürnen. Immer wenn der Schaden zugefügt bekommt, erhaltet ihr 2 Lebenspunkte. Adalas. 3 Mana Hexerei. Jeder Spieler wirft 2 Karten ab. Falls du einen Vampir kontrollierst, verliert jeder Gegner 2 Leben und du hältst 2 Leben. Furchtlose Seeräuberin. 1 Mana 2, 2. Zeige als zusätzliche Kosten um die zu wirkende Piratenkarte oder zahle 2 Mana. Da gibt es einen Mehrfolg, der ist besser. Und Unheilige Prozession. 3 Mana legendäre Verzauberung. Für 5 Mana schickt ihr eine Kreatur aber ins Exil. Falls dann 3 oder mehr Karten im Exil sind, die mit der exiliert wurden, transformiere sie. Ach, hier ist die Zusatzkarte dafür. Oh Gott. Mausoleum der Rose des Zwielichts. Wow, was ein Name. Tappen über Mana-Berat von beliebiger Farbe. 4 Mana bringt eine Kreaturenkarte aus dem Exil zurück ins Spiel unter deiner Kontrolle. Mit dieser bleibenden Karte in der Exil geschickt wurde. Ah, okay, wir schicken erst 3 bis 4 Karten weg und dann kommen die wieder. Okay. Ich habe verstanden. Hunevoll! Ihr merkt, ich habe aktuell so ein bisschen Husten. Eine Foil. Brandende Flutwelle? Ja, Flutwelle. 3 Mana Hexerei. Solange ihr in Mehrfall kontrolliert habt, die aufblitzen. Bring eine Kreatur zurück auf die Hand, zieh eine Karte. Dahin. Ich bin mittlerweile völlig durcheinander, was meine Ordnung angeht. Dementsprechend dahin. So, gucken wir uns mal weiter um. Wir haben... Kamen. Mehrvolk Nebelformerin. 2 Mana 2, 2. Andere Mehrvolker, die ihr kontrolliert habt, +1/+1. Kommt getappt ins Spiel für ein weißes oder schwarzes. Ich verstehe nicht, warum diese Karten mittlerweile ankamen sind. Gehörnte Herdenrufer. 5 Mana 3, 3. Trampel. Und immer wenn ein Spiel kommt, kriegt ihr einen 3-3 Dinosaurier mit Trampel. Das ist nicht bad. Und unsere Rare. Tolkuns Beute. 6 Mana Hexerei. Erzeugt für jedes Land, das ihr kontrolliert, einen farblosen Schatz-Artefakt-Spielstein mit Tappen, kriegt man die Farbe. Für 7 Mana echt teuer. Ja, dann Sumpf und Foil Rare. 2 Mana 2, 1 Fliegen, Mensch, Pirat. Immer wenn der angreift, verliert ein Gegner eurer Wahl verliert eine Kreatur, die der Gegner, den ihr angreift, kontrolliert. Alle Fähigkeiten wird zu 0-1 aus deiner Zugs. Das ist eine gute Karte. Das ist eine verdammt gute Karte. Und sie glitzert so wunderschön. Wir haben eine Foil Rare. Ich habe da bisher jetzt... ich bin bisher begeistert von diesen Packen. Ich habe keine Ahnung, was hier so drin sein kann. Aber ich bin bisher ganz zufrieden. So. Außer dem Ding, mit, dass das Ixalan da drin ist. Das habe ich noch nicht verstanden. Harpier des Mausoleums. Wir haben das Mausoleum auch. Jawohl. 5 Mana 3-3 fliegen mit Aufstieg. Und immer wenn eine andere Kreatur Stier kontrolliert stirbt, falls ihr den Segen der Stadt habt, legt da eine +1/+1 Marke drauf. Fahlauge Raufbold. 4 Mana 2-4 Todesbewegung mit Aufstieg. Und wenn ihr mir eine Kampfschaden zufügt und ihr den Segen der Stadt habt, zieht ihr eine Karte. Das ist gut. Aufstrebende Wolkenläuferin. 1 Mana 2-1 Aufstieg. Hat Fliegen, solange ihr den Ding habt. Ja. Erwecktes Konglomerat. Okay.
4 Mana XX gleich der Anzahl an Ländern mit unterschiedlichen Namen, die ihr kontrolliert. Okay. Natürlich muss so ein Boom am Ende kommen. Und ein Schatz. Ja, ob wir den Schatz hier gefunden haben, weiß ich noch nicht. Aber ich bin ganz zufrieden damit. Und dementsprechend würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Black Seed. Ciao, ciao.